Was geht ab, Leute? Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Haarstyling Hair Wig Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon richtig aufgeregt, denn mir wurde diese Perücke zugeschickt und das ist in der Zukunft gedreht. Das heißt, wir haben die Haare gerade genauso gestylt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das so gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Kurz zu den Haaren, sie sind von Wavy My Hair und ich werde die Website natürlich verlinken, auch die Haare verlinken. Sie sind 24 Inches lang, das geht mir jetzt knapp unter die Brust, naja, noch ein ganzes Stückchen weiter runter, wie ihr sehen könnt. Sie sind aber tatsächlich nicht geglättet, sondern luftgetrocknet. Das ist eigentlich eine glatte Wig, das werdet ihr jetzt auch im Anschluss sehen. Es ist eine Closure Wig, was für Anfänger richtig ideal ist, weil ich finde, sie ist viel leichter, unkomplizierter und viel praktischer im Alltag. Und mehr will ich eigentlich auch nicht verraten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ein dicken Kuss von mir an euch. Und vergesst nicht zu kommentieren, wie ihr das Video findet und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Neuer Tag, neue Wig. Ich habe eine Wig zugeschickt bekommen von My Wavy Hair und mal gucken, was es für eine ist. Ich habe sie zwar schon ausgepackt, aber ich wusste nicht genau, welche Länge. Und zwar sind es 24 Inches. Es sind lange Haare. Gucken Sie uns einmal vom Namen an. Es ist eine Closure Wig, wie ihr sehen könnt. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass mir eine Closure Wig zugesendet wird. Also ich weiß von einer Lace Wig, aber das war jetzt eigentlich sehr überraschend. Deswegen, ich freue mich umso mehr über die neue lange schwarze Wig, Leute. Weil ich habe meine ganzen alten Wigs. Also sie sind noch tragbar, aber ich habe sie schon ziemlich frittiert. Und was haben sie noch mitgeschickt? Natürlich Wig Caps, wie immer, kennen wir. Dann so ein... Oh mein Gott, wie fresh. Ich habe noch nie so eine Bürste gesehen, ehrlich gesagt. Was ist das? Oh mein... Nein. Oh mein Gott, Film, die haben mir einfach eine Maske geschickt. Und die Farbe ist auch todeslit. Das ist eigentlich meine Lieblingsfarbe, nur diese Steine sind low-key bisschen zu viel. Obwohl, eigentlich ist das so eine Tamsude-Maske. Ich muss sie später mal anprobieren, mal gucken, ob sie mir steht. In dem Paket war also reichlich was drin. So halt. Und noch ein Haarband, wahrscheinlich so Stylo-Milo-Type-Shit. Das ist jetzt nicht so mein Type, aber ich benutze solche Bänder immer zum Schminken, damit meine Haare keine Make-up-Flecken abbekommen. Deswegen, ich danke euch. In dem Paket war also reichlich was drin. So heißen die übrigens auf Instagram, auf YouTube, Twitter, Facebook, you know the vibes. So, meine magischen Zutaten sind auch schon ready. Wie immer unser Creme Oxydant von Meister Coiffeur, unser Blondierungspulver. Und was wir machen werden, könnt ihr eigentlich schon für mich aussprechen, weil ihr wisst, was wir machen, Leute. Außer natürlich, ihr seid neu auf meinem Kanal. Ich vergesse immer wieder, dass ihr auch neue Leute dazu stoßen könnt. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, dieses Netz, was wir uns auf den Kopf kleben, hat so schwarze Pünktchen. Das sieht schrecklich aus und das verrät direkt, dass man eine Perücke trägt. Und deswegen werden wir diese kleinen Pünktchen von innen wegblondieren, indem wir hier auf dieses Netz so Blondierungscreme schmieren. Und wie wir das machen, werdet ihr jetzt sehen. Da ich um einiges weniger Lace als im letzten Video färben muss, wie ihr sehen könnt, das ist nämlich eine Closure Wig. Eigentlich sind diese beiden Videos auch perfekt, weil da könnt ihr genau den Unterschied darin sehen, was eine Lace und eine Closure Wig ist und wie sie dran gemacht wird. Aber naja, wie ihr sehen könnt, um einiges weniger Netz. Das heißt, wir nutzen auch weniger Produkt. Das ist eine 1A-Konsistenz, ich bin echt stolz, dass ich das hinbekommen habe, ohne dass ich irgendwas nachgeben muss, weil normalerweise mache ich es entweder immer zu trocken oder zu flüssig. Und das schmieren wir jetzt einfach ganz großzügig auf unsere Lace. Das Ganze ging ziemlich schnell, wie ihr sehen könnt. Oh mein Gott, ich habe einfach perfekte Menge benutzt. Es ist leer. Das lassen wir jetzt 15 Minuten stehen. Oh mein Gott, ich bin am Ersticken schon wieder. Das wird jetzt schön 10 Minuten, 15 Minuten einziehen, bis das Ganze schön blond ist, genauso wie wir es wollen. Also die Knoten natürlich. Und dann waschen wir es aus. So, es sind ca. 15 bis 20 Minuten um. Das erkennt ihr meist auch daran, dass dieser Schaum, bzw. dieses Pulver, diese Creme so schaumig wird, wie ihr sehen könnt. Das sieht auch ein bisschen gruselig, finde ich dann immer aus. Und jetzt spülen wir es mit heißem Wasser aus. So, meine Lieben, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil wenn ich meine Hände drauf halte, dann könnt ihr sehen, dass diese schwarzen Punkte leider hier vorne noch nicht ganz weg sind. Deswegen habe ich noch ein bisschen Creme angemischt. Ich denke, das sollte genug sein. Das werde ich jetzt auch nur vorne hinschmieren, weil eigentlich auch nur das vorne entscheidend ist. Das heißt, solltet ihr mal weniger Produkt haben, dann schmiert es auf jeden Fall lieber nach vorne als nach hinten, weil diesen Teil sieht man ja meistens nicht. Es sei denn, du trägst irgendwie einen Mittelscheitel und das sieht man extrem, aber es guckt ja auch niemand steil auf deinen Kopf. Das ist aber meistens deine Hairline, also der Haaransatz, deswegen ist das wichtiger und deswegen schmieren wir das da jetzt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen diesen braunen Schimmer erkennen könnt, aber das liegt daran, dass hier die Seiten beispielsweise schon ein bisschen gebleached sind und blondiert sind. Ich sehe das auch, dass es was gebracht hat, aber die Knoten sind nicht weg und das ist für mich das Entscheidende. Deswegen...
So, und das lasse ich jetzt auch nochmal 20 bis 30 Minuten vielleicht sitzen. Ich habe halt Angst, dass es blond wird, aber diese schwarzen Knoten müssen auf jeden Fall weg. Und nimmt mich nicht als Vorbild, das sollte eigentlich nicht auf die Hände kommen. Und wenn es auf die Hände kommt, einfach schnell rauswaschen. So, es sind weitere 15 bis 20 Minuten vergangen, Leute. Ich habe echt Angst, dass es halt alles blond wird. Okay, gut, ich kann es rauswaschen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der Ansatz ist hell geworden. Das heißt, die Knoten sind bestimmt auch hell geworden. Ich habe da ein Tuch zwischengetan gehabt, damit die Haare sich nicht verfärben. Und jetzt waschen wir das mal schön raus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wie ihr sehen könnt, sind die Knoten hier um einiges heller geworden als hinten. Einfach, weil ich es hier nochmal ein zweites Mal blondiert habe. Es juckt mich jetzt hinten nicht so, weil wie gesagt, man sieht das nicht. Hauptsache, die vorne sind weg und wir machen einmal mit der Hand die Kontrolle. Und das sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus. Guten Morgen, meine lieben Leute. Wie ihr sehen könnt, ist die Wig trocken. Ich habe sie auf meiner Heizung trocknen lassen, Luft trocknen lassen, wie auch immer. Ich finde das immer ein bisschen besser als Föhn, weil Föhn früher oder später die Haare schädigt. Wie ihr, glaube ich, unschwer erkennen könnt, ist der Ansatz so ein bisschen heller, braun geworden. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Jetzt werden wir den Ansatz uns auf den Kopf setzen und gucken, wie es aussieht. Weil, wie ihr sehen könnt, da sind aber noch einige schwarze Punkte geblieben. Ich konnte das Bleach aber nicht länger drauf lassen, weil, wie ihr sehen könnt, die Haare haben angefangen, sich zu verfärben. Und das tun sie zwangsweise früher oder später. Aber hier vorne sind sie halt ein bisschen weniger, deswegen let's see, wie es aussehen wird. So, auch die Anbringung einer Closure Wig ist um einiges einfacher als die Wig im letzten Video beispielsweise. Checkt das auf jeden Fall aus, dann checkt ihr nämlich genau die Vergleiche, die ich mache. Weil, wie ihr sehen könnt, ist das Netz hier nur auf meiner Stirn. Das heißt, wir müssen nur einmal von links nach rechts schnippeln und das werden wir jetzt auch tun. Und ich finde, man sieht im Sonnenlicht sehr gut, was das Bleachen bzw. das Blondieren gemacht hat. Der Ansatz sieht einfach ein bisschen natürlicher aus, ist heller, es sieht eher so aus, als würde es aus meinem Kopf wachsen, als wenn es einfach so schwarze Haare wären. You feel me? Ich muss sagen, ich persönlich liebe Closure Wigs. Ich freue mich auch richtig, die anzubringen, weil sie einfach so unproblematisch, unkompliziert sind. Auch wenn du sie auf der Stirn klebst, da kann eigentlich nichts schief gehen. Es sind keine Kopfschmerzen, weil sich keine Falten bilden können. Also wie ihr sehen könnt, ich kann euch das gerne nochmal zeigen, hier ist kein Netz. Das Netz geht nur bis hier und ab hier sieht man dann quasi nur noch Tressen. Das heißt, du kannst hier jetzt keinen Seitenscheitel tragen oder die Haare so nach hinten binden, sondern meistens eigentlich nur so einen Mittelscheitel tragen oder halt alles, was auf dem Netz bleibt. Also ich könnte hier noch einen Scheitel machen, da noch einen Scheitel machen, aber nicht mehr hier weiter unten. So, ich nehme einfach ein Feuchttuch, um die ganzen Haare nach hinten zu ziehen, damit ich ja nichts abschnibbel und dann geht es auch schon ans Schneiden. So Leute, und das ist es schon. Ich mache hier einmal so ein bisschen Sonnenschutz. Dann könnt ihr nämlich sehen, dass ich finde, dass das Netz meiner Hautfarbe eigentlich ziemlich ähnelt. Mal gucken, ob man es sieht, nachdem ich es klebe. Und wenn nicht, dann können wir wie immer mit Concealer oder Foundation arbeiten. Aber ich habe das Ganze jetzt geschnitten und jetzt wird es einfach geklebt. Wie immer nutzen wir dafür unser Got2b Super Glue in klar, also in durchsichtig. Ich glaube, ich brauche euch das nicht mal zeigen, kennt ihr aus dem letzten Video. Ansonsten für alle, die neu auf meinem Kanal sind, look at this. Das wird komplett durchsichtig, wenn ihr es auftragt und trocknen lasst. Ich ziehe gerne die Wig Cap vor dem Kleben noch einmal nach vorne, damit, wenn ich sie nach hinten ziehe, alle Haare schön drin sind, so wie ihr sehen könnt. Und dann tragen wir einfach hier eine Schicht Kleber auf. Verteilen das Ganze, verschmieren das ein bisschen, weil wenn ihr so viel auf einer Fläche lässt, dann braucht das extrem lange zum Trocknen. Das Praktische an einer Closure Wig ist hier auch wieder, wir müssen nur unsere Stirn bekleben und dann ist die Reinigung der Wig ist einfacher, weil du einfach immer nur diesen Part sauber machen musst. Also es ist im Alltag viel praktischer. So, und wenn wir alles großzügig aufgetragen haben, halte ich meistens immer die beiden Ecken hier vorne, weil es aufgrund der Nägel oft dazu kommt, dass ich sonst Haare mit einklebe und das wollen wir natürlich nicht. So, und dann drücken wir das Ganze runter. So, nachdem wir unsere Wig so platziert haben, wie wir das möchten, nehmen wir ein ganz einfaches Tuch. Dieses Haar nehme ich hier nochmal weg, bevor ich das jetzt draufklebe. Wie ihr sehen könnt, man sieht hier an den Seiten so die Enden des Netzes. Das kann man aber leider nicht ändern. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr hier diese Stellen verdeckt habt. Oder ihr könnt, wie ich jetzt unabsichtlich, so mit Haaren das quasi ein bisschen verdecken. Aber ich würde euch einfach empfehlen, einen Scheitel darüber zu machen, damit man euch nicht erwischt. Und yes, jetzt machen wir einfach ein Band über das Ganze, drücken das 10-15 Minuten fest.
Und dann war es das auch schon mit dem Anbringen tatsächlich. So Leute, es sind jetzt 15 Minuten vergangen, sogar ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mich nämlich in der Zeit noch fertig gemacht. Und ich liebe diese Wig so sehr, weil ich wollte sie eigentlich glätten. Aber guck mal, wie die natürlichen Waves in den Haaren aussehen. Das sieht so schön aus. Ich habe sie ja lufttrocknen lassen. Ich zeige euch mal die Wig von der Nähe. Dann könnt ihr sehen, guck mal, hier ist eigentlich das Netz. Aber ich finde, das sieht man wirklich kaum. Und ich finde generell, es ist eigentlich richtig gut geworden. Ich liebe sie. Kommentiert, wie ihr den Hairstyle findet. Ich habe gerade so einen Haarreif drin. Ich kann den mal rausnehmen, falls euch interessiert, wie die ohne Haarreif aussieht. I love it. Ich finde es so geil. Vor allem dieses wilde Locken, weißt du, diese frischen Duschlocken irgendwie, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall, ich hoffe, das kleine Tutorial zu Closure Wigs hat euch gefallen. Und wie ihr sehen könnt, ich trage jetzt keinen Mittelscheitel, aber ich achte immer darauf, dass man zumindest diese beiden Knötchen hier links und rechts vom Netz nicht sieht. Und auch wenn man nicht so viele Hairstyles mit Closure Wigs machen kann, liebe ich sie dennoch trotzdem und vor allem die hier. Den Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Vergesst nicht, falls ihr sie bestellt oder falls ihr die Insta-Seite anschreibt, zu sagen, dass ihr von mir kommt. Die freuen sich dann riesig. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Vergesst nicht zu kommentieren, liken, schickt das all euren Freunden. Abonniert mich auf YouTube, falls ihr das nicht schon getan habt. Ich hoffe doch. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns auf dem nächsten Video.